Ah, 5 Picks benötigt. Und dann steht da wieder ein Tresor drin, wo ich 5 weitere brauche. Dürfen wahrscheinlich gar nicht hinter den Counter gehen. Ich tue es aber trotzdem mal schnell. Lockpick! Oh mein Gott, wie gut versteckt. Verzeihung, Sir. Aber es hat doch geheißen, hier gäbe es Arbeit. Meine Papiere sind alle in Ordnung. Kann schon sein, aber... Voll. Hier, gut aufnehmen. Die Fahrt von Schön. Hierher ausgegeben. Wir nehmen so viele Löhner, wie wir im Moment wollen. Okay. Und wenn ich morgen wiederkomme? Momentan arbeiten wir nicht damit. Kann also gehen, wohin? Ansonsten bist du sein Sklave. Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein, dazu braucht man Finks Holz, einen Finkhammer und Finks Hände, die ihn schwingen. Er braucht mich, damit er sich die Seinen nicht schmutzig macht. Na, scheint wohl so. Hier können wir auch noch rein. Okay, wir gehen erstmal durch die komische Tür. Elizabeth? Was ich tun kann. Hoffentlich gibt's da gutes Zeug. Fertig. Die da hinten sagen gar nichts, sehen es wahrscheinlich nicht. Typ steht da einfach nur mit seinem Bart, spricht zur Hand. Eine Infusion hat sich doch gelohnt. Schild. Genau das, was wir jetzt brauchen. Wow. Ich komme hier rein und hier ist mal überhaupt nichts. Ich will das Salvengeschütz nicht, das ist doof. Na gut, wir haben die Infusion ja rausbekommen. Das ist schon mal etwas. Mehr Geld. Immer her damit. Wir können das alles sehr gut gebrauchen. Aber wirklich alles. Da kommen wir nicht durch. Got it. Irgendwas im Mülldingenskorbteil. Nope. Checken aus. Gehen wir mal hier unten knacken. Kannst du das öffnen? Bitte sehr. Ah, schnell. Ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach. Und kostet uns unterwegs das Leben. Oh, shit. Hier unten wird alles super dufte verteidigt. What the hell, haben die mich schon gesehen? Yeah. Wie wär's mit damit? Let's fuck shit up. Oh, beide auf einmal. Dir gleich hier Gnade. Mein Raketenwerfer ist Gnade in der pursten Form. Vorausgesetzt, er trifft. Boah, da rennt er zur Seite. Was ein Arschloch. Zeig dich an, du Sau. Ah. Thank you very much. Danke. Da geh ich in die Luft. Komm her. Schick, schick, schick. Oh! Da! Ah! Musst du den Moment noch ein bisschen auskosten. Hier, guck mal. Lecker, lecker, lecker. Kraftvoller Gegner. 50. 75 Gegner mit einer Kraft erledigt oder wenn er unter einem Einfluss seiner Kraft stand. Das ist so saucool. Hey, das war's im Schrank.
Besitz des persönlichen Tagebuchs von Comstocks Frau. Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge. Sie hat das Kind nicht geliebt. Es scheint, die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten lieber als Samenfleck auf dem Laken vertrocknen lassen. Das ist aber nicht sehr nett. Brauchen wir Geld? Immer noch. Na, wie viel brauche ich dafür? Einen nur, cool. Ich bräuchte hier Hilfe. Das ist der Waffenschmied Chen Lin, gesucht wegen Kontakten zu gesetzlosen Daisy Fitzroy. Unser Mann ist anscheinend ausgeflogen. Das ist nicht gut, oder? Nein. 148, cool, cool, cool. Natürlich ist das nicht gut. Nee, ich brauche von denen nichts, sorry. Präzisionsgewehr, nö. Ich mag meine Waffen. Okay, der Tresor. Lockpicks haben wir gefunden, ordentlich Kohle. Neuer Verkaufsautomat. Magazinvergrößerung für die Panzerfaust. Fehlt mir die Kohle für. Weniger Rückstoß. Ich mach erstmal weiter. Etwas hier vorne. Können wir mal klingeln? Ding, ding, ding. Ach, Geldtasche. Cool. Ich denke, das war's soweit. Noch ein Lockpick. Was man nicht alles findet. Da ist nix. Schließkassette. Ding, ding. Okay, hier oben ist auch nichts mehr. Dann wollen wir mal da hoch. Oh, noch den Schrank. Was haben wir da hinten? Kohle! Asche, Asche, Asche. Du musst ein Schloss knacken. Aber schnell. Zeit rennt. Fertig. Alle natürlich tot. Sind wir quasi wieder nach oben gerannt. Jetzt aber auch wirklich nichts mehr. Ich denke, wir nehmen dann den Aufzug und dann ist gut. Oh. Immer so furchtbar enttäuscht. So, wo haben wir dieses dämliche Ding? Muss doch irgendwo... was sein. Ich habe gerade von so einem Lastenaufzug gesprochen oder irgendwie sowas. Ah, da ist er doch. Da ist der Knopf. Meep, meep. Da ist Slates Schrank. Er muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hat es Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Oh, wie fies. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Dafür werden wir schon sorgen. Erstmal wieder auf den Knopf drücken. Bam. Ich euch
Mein Name ist Jeremiah Fink und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Pinguine. Nein, Pinguine. Hast du schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum... Bienen. Seid wie Bienen. Oh shit. Oh shit. Wir haben angehalten. Hallo? Hallo? Mr. DeWitt? Wer? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge. Wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Eigentlich haben wir gerade so ziemlich seine Offiziere oder Verteidigungspolizisten gekillt, aber... Tja, der Mann hat ein Ego. Boah, das ist ja nicht mal gigantisch. Gleich sind wir da. Hab so das Gefühl, dass wir dem Idioten in den Arsch treten müssen. Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch arme Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte. Zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Oh, wie nett von ihm. Mr. DeWitt, willkommen in Fink. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer. Stealthmaster. Hier, für die Kasse. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Booker. Aber hier. Mr. Finks Interesse gilt nur. Gut. Ja, nur Gentleman. Fragen nichts über die Ladies. Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Oh mein Gott, der Revolver macht mir ja schon irgendwie an. Aber für die Panzerfaust, die ist super stark. Lassen wir die Shotgun einfach mal hier. Obwohl, so ein Revolver gegen eine Shotgun zu tauschen, ist schon ziemlich blöd. Komm schon. Ich hoffe, wir finden noch eine Schrotflinte. Ich will den Revolver unbedingt testen. Gehen wir. Wir brauchen einen Kohlentransport. Die Kohle muss man zwingend in die Fetzen lassen. Die Kriere ist eine Betrügerin. Sie lebt, um Unruhe zu stiften. Hütet euch vor der Hyäne. Am Ende lässt sie euch nichts als ihr Hohn lachen. Ich sag nur bla 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 bla. Oh ja, so viel Zeug. Salvengeschütz. Mag ich nicht, mag ich nicht, mag ich nicht. Ein Pick benötigt. Gehen wir gleich rein. Ganz schön, hat was geglänzt. Dann mach mal auf. Der hat nicht mal was gesagt. Und? Coole Sachen hier? Das Plakat. Da ist wieder eine Chiffre drauf. Dann müssen wir also das Codebuch finden? Ja. Fuck me! Wir haben den Guntime Club geschafft. Vielleicht finden wir es ja dort. In einem Club. Guntime Club, okay. Hier schon mal nicht. Das letzte verfluchte Buch habe ich verpasst. Das will ich unbedingt finden. Schauen wir mal. Keine Ahnung, wo das liegen könnte. Ich denke, die Teile sind ziemlich gut versteckt. Schon merkwürdig, wie die alles in diesem Turm gelernt hat, nur das nicht. Schon richtig herb-derb. Okay, cool, cool, cool. Mehr Geld.